Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal nicht im heimeligen Handysektorstudio, sondern im LKA, also im Landeskriminalamt in Stuttgart, kurz gesagt bei der Polizei. Zum Glück nicht, weil ich selbst was angestellt habe, sondern weil ich heute mal mit jemandem drüber reden möchte, was die Polizei eigentlich mit der digitalen Welt so zu tun hat. Und das ist die Bettina, vielleicht magst du dich selbst kurz mal vorstellen. Jawohl, sehr gern. Mein Name ist Bettina Rommelfanger und ich leite hier im Landeskriminalamt in Stuttgart die Taskforce gegen Hass und Hetze. Ja super, Bettina, dann erzähl uns doch vielleicht gleich mal zum Anfang, was habt ihr von der Polizei eigentlich so mit dem Internet zu tun? Also wann komme ich als junger Mensch mit euch in Kontakt und was hat das mit der Online-Welt zu tun? Unterm Strich ist es genauso wie in der analogen Welt. Also die Berührungspunkte sind unterm Strich die gleichen und junge Menschen kommen in der Regel als erstes mit der Polizei in Kontakt über unsere polizeiliche Präventionsarbeit an der Schule. Das startet mit der Radfahrausbildung, das geht weiter. In Klasse 5 bis 7 haben wir ein Angebot Klasse im Netz, wo man auch lernt den Umgang mit Cybermobbing, verbotene Inhalte im Netz, Cybergrooming, Sexting. Man lernt diese verschiedenen Phänomene kennen und auch wie man sich richtig verhält. Und darüber hinaus kann man natürlich auch in der digitalen Welt mit der Polizei in Berührung kommen, wenn man entweder selber Opfer einer Straftat wird oder aber als Täter oder Täterin. Das absolute Horrorszenario, das ja viele im Kopf haben. Plötzlich steht die Polizei vor der Haustür, sammelt Computer, Smartphone, alles, was man so hat, ein und durchsucht es. Wie kann mir sowas passieren? Also warum und was macht ihr dann wirklich? Also das Handy, Tablet oder PC stellen wir sicher, wenn wir davon ausgehen, dass wir darauf Beweismittel finden für Straftaten, die im Internet begangen worden sind. Also wenn wir nach Hasskommentaren oder nach verbotenen Bildern suchen, dann müssen wir natürlich diese auf dem Tatmittel, in diesem Fall Handy, Tablet oder PC, auch suchen dürfen. Und insofern kann das dann schon sein, dass wir an der Tür stehen und genau dafür einen Beschluss haben, das auch sicherzustellen. Also da muss ich jetzt nochmal genauer nachhaken. Wann dürft ihr denn jetzt eigentlich mein Handy beschlagnahmen? Und ganz ehrlich, schaut ihr dann auch meine ganz privaten Nachrichten und Bilder an? Also wir dürfen ein Handy, ein Tablet dann beschlagnahmen, wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass das als Tatmittel genutzt worden ist und dass wir darauf Beweise finden, um eine Straftat auszuermitteln. Und wir haben besondere Einheiten bei uns, die dann auch so ein Handy sichten und die Informationen suchen. Wenn wir aber nicht genau wissen, wo wir suchen müssen, dann müssen wir uns natürlich das ganze Handy anschauen, alle Bilder, alle Nachrichten, bis wir das finden, wonach wir da gesucht haben. Und insofern kann das schon sein, dass wir auch alle Bilder sehen, wo ihr das vielleicht gar nicht wollt, dass wir die sehen. Was ja leider manchmal passiert, und wir nehmen es jetzt einfach mal an, jemand hat ein Fake-Profil erstellt, lädt da peinliche Fotos von mir hoch, ich bekomme mega gemeine Hasskommentare und vielleicht sogar krasse Drohungen. Angenommen, das wäre auf Instagram. Ich komme überhaupt nicht mehr klar und dann wende ich mich an euch. Was macht ihr dann eigentlich, um mir zu helfen? Grundsätzlich nehmen wir eine Anzeige auf, egal ob die Tat, die Bedrohung auf der Straße passiert oder aber im Internet. Und das wird dann so ablaufen, dass der Kollege oder die Kollegin in der Dienststelle, wo die Anzeige erstattet wird, mal sich diesen Hergang schildern lässt und bewertet. Wir rastern dann ab, liegt hier eine Straftat vor. Wenn wir dazu kommen, das ist der Anfangsverdacht einer Straftat gegeben, dann wird diese Anzeige angelegt und wir sichern Beweismittel. Dazu brauchen wir einen Screenshot von zum Beispiel einem Hasskommentar, die URL brauchen wir. Wir benötigen Zeitpunkte, um so eine Timeline zu erstellen. Wann kam welcher Kommentar von wem? Also wir müssen im Prinzip schauen, dass wir möglichst viele Indizien sammeln. Je nachdem, um was für eine Straftat es sich handelt, ermitteln dann verschiedene Einheiten. Also wir unterscheiden da halt nach mittlerer, schwerer Kriminalität, Hasskriminalität. Da sind immer andere Einheiten bei uns zuständig und spezialisiert und die ermitteln dann weiter. Dann wird es du vernommen werden als Opfer oder Geschädigte und wir würden über die Telemediendienstanbieter, also die Provider, versuchen, diesen Account zu erkennen, also zu erkennen, wer steckt hinter diesem Fake-Profil. Wenn wir da jemanden ermitteln, gibt es Schuldigenvernehmung und wir sammeln so alle Beweismittel zusammen. Dann geht das Ganze von uns aus an die Justiz, an die Staatsanwaltschaft und die kann dann entscheiden, wird hier ein Gerichtsverfahren angeregt oder ergeht ein Strafbefehl, haben wir genug Indizien, dass wir hier auch nicht zur Einstellung kommen und dann geht es an die Justiz und die spricht letztlich in einer Gerichtsverhandlung dann das Urteil.
Du hast jetzt gerade schon Beweise erwähnt, wie zum Beispiel Screenshots. Das heißt, wenn ich selbst betroffen bin oder vielleicht auch, wenn ich das mitbekomme, dass eine Freundin von mir, ein Freund von mir betroffen ist, kann ich da selbst auch Beweise sammeln, um euch zu unterstützen? Und wenn ja, wie? Unbedingt. Dieser Screenshot ist ein ganz sicheres Mittel, weil wir ja diesen Moment einfrieren. Wir nennen das Quick Freeze. Alles, was wir sofort in dem Moment sicherstellen können und wir darauf zurückgreifen können, das ist bei uns auf der sicheren Seite, weil wir oftmals die Situation haben, dass Fake-Profile dann gelöscht werden und wir nicht mehr nachvollziehen können, wann und von wem tatsächlich dieser Kommentar ins Netz gestellt wurde. Apropos von wem. Leider ist es ja so, dass viele Menschen sich denken, naja, ich mache dann Fake-Profile, gebe ich ja nicht meinen eigenen Namen an. Meine Adresse muss ich auch nirgends angeben bei Instagram oder TikTok. Also kann ich da mich ja austoben, andere fertig machen, bedrohen, wie auch immer. Die finden doch eh nie raus, wer ich bin. Ist es wirklich so? Nein. Das ist ja schon mal gut zu hören. Ganz kurz und knackig, nein. Wir arbeiten schon sehr eng mit den Providern zusammen, in diesem Fall Instagram wäre es Meta, und können da auch schon den Antrag stellen, dass die uns den Klarnamen hinter diesem Fake-Profil auch weitergeben und ermitteln. Und das Ziel der Polizei und der Provider ist das gleiche. Wir wollen ein Netz, wo man fair und im offenen Diskurs miteinander umgeht. Und somit ist die Bereitschaft, uns da zu unterstützen, auch sehr groß. Unterm Strich sind wir in mehr als der Hälfte der Fälle auch in der Lage gewesen, im Jahr 2021 zu ermitteln, wer der Täter ist. Wenn ich jetzt Täterin war und ihr mich findet, das macht ihr ja bei ganz schön vielen, was blüht mir denn dann? Also der Hergang ist so ähnlich, wie ich schon geschildert habe, wenn wir eine Anzeige aufnehmen und hier in dem Fall auch einen Beschuldigten, eine Beschuldigte ermittelt haben, dann würde mir natürlich dir das Leben ein bisschen unangenehm machen. Ne? Du müsstest zur Beschuldigtenvernehmung zu uns kommen. Wir würden uns natürlich dein Handy anschauen, das sicherstellen und andere elektronische Geräte, mit denen du auf diesem und in der Plattform unterwegs bist. Wir würden dann, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, das Ganze an die Justiz weitergeben. Und dann ist das sehr individuell, was dir blüht. Eine Bedrohung ist nicht gleich eine Bedrohung. Man zieht immer die gesamte Persönlichkeit, die gesamte kriminelle Energie, die so gewirkt haben, das vorhandene Unrechtsbewusstsein mit in diese Strafzumessung ein. Und das kann zum Beispiel bei einer Beleidigung sein, eine Freiheitsstrafe, aber auch eine Geldbuße. Und häufig werden solche Hasskommentare oder dieses Erstellen von Fake-Profilen und Vornehmen von Straftaten darüber mit Geldbuße, aber locker im vierstelligen Bereich auch geahndet. Ich höre gerade schon deutlich raus, es lohnt sich wirklich überhaupt nicht, da zur Täterin oder zum Täter zu werden. Das hört sich alles total unangenehm an, am Ende sogar noch Geld oder sogar Freiheitsstrafe. Nein, danke. Leider sind aber so Hasskommentare ja ziemlich schnell geschrieben und manchmal sind sich Leute, glaube ich, gar nicht darüber bewusst, was sie da gerade machen. Wie oft kommt es denn tatsächlich zu einer Anzeige und wie oft könnt ihr dann auch gegen die Täterin oder Täter vorgehen? Das ist tatsächlich so. Es ist offensichtlich viel leichter in der digitalen Welt so einen Kommentar abzutippen, als auf offener Straße jemandem ins Gesicht zu sagen, was einen da gerade innerlich bewegt und umtreibt. Und darum haben wir natürlich häufig diese Hasskommentare oder diesen Hate Speech, der auch nicht zur Anzeige gebracht wird. Also wir sind uns sehr sicher, in unseren polizeilichen Ermittlungen bekommen wir nur die Spitze des Eisbergs mit. Da hatten wir im Jahr 2021 881 Taten, die wir der Hasskriminalität zuordnen. Und davon waren 421 Straftaten im Internet. Und von denen haben wir fast 60% auch aufklären können, sodass ich alle nur dazu ermutigen kann, erstattet Anzeige oder nutzt eine der Meldestellen, die es gibt, selbst wenn wir seitens der Polizei zu dem Ergebnis kommen, hier liegt keine Straftat vor, können wir euch trotzdem helfen. Wir vermitteln euch an Hilfestellen, an Ansprechstellen weiter. Und wer den Weg zur Polizei nicht auf sich nehmen möchte, auf unserer Seite Initiative Toleranz im Netz findet ihr alle Meldestellen, alle Hilfsangebote, zielgruppengerecht gefiltert. Und da wird man euch auf jeden Fall auch unterstützen und Hilfe leisten. Das heißt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, selbst wenn ich mir unsicher bin, ist es schon was für die Polizei, kann ich erstmal das Ganze melden, kann erstmal vorgehen und schauen, lohnt es sich vielleicht für euch oder ist es eine Straftat, wo ihr ermittelt oder ich bekomme einfach Andershilfe. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, mache ich eigentlich immer was Richtiges. Absolut. Also das ist auch eine ganz wichtige Message nochmal. Niemand da draußen ist allein, der Hass erfährt. Es gibt so viele Einrichtungen und Meldestellen, an die ihr euch wenden könnt.
Ich appelliere natürlich immer, weil wir sehr daran interessiert sind, ein Hellfeld in einem Hellfeld zu ermitteln, das größer ist als das Dunkelfeld, sich bei der Polizei zu melden. Ihr werdet von uns in jedem Fall auch an die richtige Stelle weitervermittelt, selbst wenn es nicht zu polizeilichen Ermittlungen kommt. Aber wer, wie gesagt, über unsere Website gehen möchte, der ist da gut aufgehoben. Es gibt Meldestellen wie die Meldestelle Respekt, EU-Port für Jugendliche, also ganz verschiedene Meldestellen und ganz verschiedene Opferhilfeeinrichtungen von Hate-Aid über den Weißen Ring. Und da findet auf jeden Fall jeder auch die Unterstützung, die er braucht und die Botschaft, ihr seid nicht allein. Ganz wichtig, wendet euch einfach an uns, wendet euch an Meldestellen, da bekommt ihr Hilfe. Eine andere Sache, die ja leider immer wieder passiert und vor der man einfach auch Angst hat, wenn man einmal sowas mitbekommen hat, ist, es gehen intime Bilder von jemandem an der Schule rum. Die werden meistens auch noch gegen den Willen von der Person verschickt. Angenommen, ich bekomme sowas mit. Ich kenne vielleicht sogar die Person, die betroffen ist. Ich habe es vielleicht sogar schon selbst zugeschickt bekommen. Was soll ich denn hier am besten tun? Also ganz wichtig, und das ist auch eine Bitte und ein Appell, unterstützt hier denjenigen, von dem das Bild verschickt wurde. Egal, ob das sich um Nacktbilder oder um Hasskommentare handelt, unterstützt denjenigen, der hier Hass abbekommt oder gegen dessen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird, damit ihr das Signal sendet, du bist nicht allein. Wer sich nicht dagegen stellt, unterstützt letztlich denjenigen, der das Bild schickt oder der den Hasskommentar schickt. Und darum ist es ganz wichtig, hier Zivilcourage zu zeigen und die Person, die hier Opfer geworden ist, zu unterstützen und zu signalisieren, du bist nicht allein. Was ich ganz dringend rate, das Bild auf gar keinen Fall weiterschicken. Wenn man das im Rahmen eines Klassenchats oder eines Gruppenchats bekommen hat, da ganz klares Signal setzen, Leute, sowas will ich nicht geschickt bekommen, im Zweifelsfall austreten aus der Gruppe, das Ganze wieder per Screenshot sichern und dann kann man dieses auch als Beweismittel verwenden. Aber nicht weiterschicken, da besteht eben die Gefahr, dass man selber pornografische Bilder verbreitet und das ist gegebenenfalls unter Strafe gestellt. Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und jetzt habe ich das gerade beschrieben, diese Situation aus der Seite, ich bekomme es nur mit, aber leider könnte es mir ja auch passieren, dass ich betroffen bin. Und dann ist die Situation ja super unangenehm. Ja, das sind vielleicht Nacktbilder oder andere intime Bilder von mir, die für eine bestimmte Person bestimmt waren und die Person hat mein Vertrauen missbraucht und eigentlich möchte ich ja, dass gar niemand das erfährt. Aber ich könnte mich ja auch an euch, an die Polizei wenden mit einem Thema, das mir wahrscheinlich sehr unangenehm ist. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie ihr dann helfen könnt oder wie ihr dann vorgeht? Genau, also natürlich ist der Weg zur Polizei offen. Wenn jemand von dir ein intimes Bild verschickt hat, wo du A, nicht wolltest, dass man dieses Bild von dir fertigt. Das ist schon ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte und ein Eingriff in deine Intimsphäre. Und es dann auch noch verbreiten, dann sind wir im Bereich Verbreitung von pornografischen Bildern. Und das alles gegen deinen Willen. Also hier sind Straftaten, die im Raum stehen und denen wir auch ganz konsequent nachgehen. Ich kann total verstehen, dass das unangenehm ist, das jemandem Fremden, der Polizei mitzuteilen, die Bilder zu zeigen. Hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Ganze über unsere Internetwache zur Anzeige bringt. Wir haben eigene Einheiten, die sich um diese Thematik kümmern, auch besonders geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die dann in der Lage sind, einfach auch das Gespräch besonders sensibel zu führen, um da auf gar keinen Fall ein zweites Mal so eine Viktimisierung herbeizuführen. Ja, also das ist alles schon traumatisierend genug. Und auch hier haben wir eine ganz enge Kooperation mit Hilfeeinrichtungen, mit Ansprechstellen, die euch da genau die richtige Unterstützung gewähren und ganz wichtig, euch dabei unterstützen, das auch aus dem Netz wieder zu entfernen, damit ihr euch da keine Sorgen machen müsst, dass das weiter um die Welt geht. Immer wieder hört man ja auch, dass man sich strafbar machen kann, obwohl man selbst gar nichts gemacht hat, zum Beispiel, weil man ein Nacktbild oder ein Video, wo jemand was Intimes macht, zugeschickt bekommt. Ist es wirklich so? Ich habe selber nichts gemacht und kann trotzdem schon strafbar sein? Ja, tatsächlich ist das so. Und zwar dann, wenn es sich um Kinderpornografie handelt. Also wenn das Opfer unter 14 Jahren alt ist und damit als Kind zählt, dann ist Besitz und Verbreiten von solchen Bildern und solchen Videos strafbar. Das heißt, wenn du so etwas zugeschickt bekommst, dann ist es ganz wichtig, dass du dich, in der Regel ist es ja in irgendeiner Gruppe, distanzierst. Dass du sagst,
ich will solche Bilder nicht, ich will solche Videos nicht, ich distanziere mich davon, im Zweifelsfall aus der Gruppe austreten. Ja, also es braucht ein deutliches Signal, dass du das nicht mitträgst, dieses Unrecht, was da passiert. Ja, im schlechtesten Fall ist irgendwo ein Kind, das da gerade noch pornografisch missbraucht wird. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ja, das ist keine Spielerei und schon gar nicht witzig. Das wird leider viel zu wenig ernst genommen und ist wahrscheinlich auch den meisten jugendlichen Kindern, die sich das hin und her schicken, im Klassenchat gar nicht bewusst. Die Polizei hat ja eigentlich auch mit sowas wie Diebstählen zu tun. Da denken viele ganz klassisch dran, mir wurde was geklaut, ich gehe zur Polizei. Könnt ihr mir denn auch helfen, wenn mir mein Handy geklaut wurde oder wenn ich es verloren habe? Jein. Natürlich sind wir in der Lage, ein Handy zu orten. Dazu braucht es aber gewisse gesetzliche Voraussetzungen. Das ist auch gut so. Jeder hat das Recht auf seine Privatsphäre und die Polizei darf jetzt ja nicht auf doofen Dunst jedermanns Handy hinterher schnüffeln und aufspüren. Ja? Das heißt, wir dürfen ein Handy dann orten, wenn eine Straftat von erheblicher Bedeutung im Raum steht oder jemand in Lebensgefahr ist. Das heißt, bei vermissten Personen ist das häufig der Fall, wenn die in hilfloser Lage sind oder vermutet ist, dass jemand sich was antun möchte, dann dürfen wir das Handy orten. Und bei einem einfachen Diebstahl ist es leider nicht der Fall. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja so Apps, Handy finden, Freunde finden, die kann man sich installieren. Es gibt natürlich die Mama-Papa-App, die das Handy vom Junior ganz täglich tracken. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man sich selber auch auf sowas vorbereiten kann. Okay, ja, dann haben wir, glaube ich, heute super viel gelernt. Vielen Dank, liebe Bettina, für die Infos. Aber jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, gibt es denn irgendwie ein Gesetz, eine Regelung, wo du sagst, da wissen zu wenig Leute drüber Bescheid und das kannst du jetzt einfach auch nochmal raushauen? Ja, ganz lieben Dank, Kim. Mir ist ganz wichtig, dass ihr wisst, dass grundsätzlich das, was im analogen Leben, also auf der Straße, unter Strafe gestellt ist, dass das genauso fürs Internet gilt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Polizei, das Landeskriminalamt, verfolgt Straftaten im Internet genauso konsequent wie im analogen Leben. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten, auch diejenigen zu unterstützen, die hier Betroffene und Opfer sind. Das geht zum einen über die Anzeigerstattung, wie ich schon gesagt habe, bei uns, bei jeder Polizeidienststelle, bei euch vor Ort, aber auch über unsere Internetseite. Also sucht einfach auf Initiative Toleranz im Netz, die Meldestelle, die für euch passt, die Hilfe, die für euch passt. Und seid gewiss, ihr seid nicht allein. Wir unterstützen euch bei Hass und Hetze und bei jeglichem Missbrauch eurer Persönlichkeitsrechte. Dem kann ich absolut nur zustimmen. Deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, hier auf YouTube haben wir euch in der Videobeschreibung ein paar Links reingepackt, wo es noch alle Links, die du heute schon erwähnt hast und wo es auch noch weitere Infos gibt, um alle Themen, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen über ein Like oder einen Kommentar. Und dann kann ich wirklich noch mal sagen, vielen Dank, liebe Bettina. Sehr gern. Danke, dass wir drüber sprechen durften.